Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kerbal Space Program 2 oder was ist einer weiteren, einer ersten wahrscheinlich. Weil ich will, bevor das Ganze gepatcht wird und Reentry-Eating reinkommt, einmal auf der Sonne landen. Und ich weiß, dieses Ding wird es nicht schaffen. Ich weiß aber auch, dass ich im jetzigen Stand des Games kein Craft bauen werde können, was 60.000 Delta V hat. Also beim besten Willen, das schaffe ich ja nicht mal in ASS und so. Also von daher, ey, ganz ehrlich, gehen wir gleich nochmal rüber in den Infinite Fuel Cheat. Haben wir hier in diesem Safe gerade nicht an. Deswegen, hier, Jerick hat sich bereit erklärt, hier in der Sonne geschossen zu werden. Für die Wissenschaft, ganz wichtig. Und deswegen würde ich aber mal sagen, wir starten einfach direkt und let's go. Oh, kein Counter. Was soll das? Egal. Geht's hoch hier. Die Rakete kennt ihr vielleicht. Obwohl, die könnt ihr ja gar nicht kennen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier mit vorher schon eine Mondmission geflogen. Die kommt dann nächste Woche oder so, glaube ich. Und ja, jetzt geht's aber hoch. So, mit dem Kippen müssen wir sehr vorsichtig sein. Die kippen sehr, sehr schnell über. Okay, wir machen mal so. Halten uns immer nur da dran. So, na los. Muss ich lange noch rumkippen. Wann ist mein Treibstoff von den Feststoffboostern, Alter? So, jetzt will ich tatsächlich kippen. Einmal ganz. Nein! Ja, okay, mal schauen. Kann das Ding hier das vielleicht? Wir haben hier 4000 Delta V drin. Kann das Ding zirkulieren und in Richtung Sonne knallen? Ich glaube nicht. Wir starten nochmal neu. Wir sehen uns gleich einmal nochmal wieder. So. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier von der Staging weggekommen. Da hinten fliegen meine ganzen Booster rum. Alter, warum habe ich eigentlich so viel Müll da rumfliegen, Alter? Also stimmt, ich bin in einen Booster reingecrashed. Da wurde eins, glaube ich, zerstört. Aber egal. Ihr seht schon, wir versuchen jetzt hier gerade rumzudrehen auf dieses Zeichen hier vorne. Auf unser Ziel für unsere Manövernode. Für alle, die sie sehen wollen. Einmal hier. Und dann wollen wir natürlich wieder zur Sonne. Und die Sonne ist hier in der Mitte natürlich. Ist mein Target. Da werden wir sonst nie so nah rankommen wie heute. Weil es geht halt einfach nicht. In echt, weil es ist halt scheiße. Heiß. Wir können da jetzt ran, weil interessiert uns nicht. Weil dieses System ist deaktiviert. Deswegen wollen wir da direkt mal dran gehen. Und wie gesagt, am besten reinquirschen. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür die Dings haben. Ob wir dafür die das Delta V haben. Deswegen landen tun wir da auf jeden Fall noch drauf, wenn es möglich ist, ohne Treibstoffbegrenzung, ja. Das weiß ich halt noch nicht. Vielleicht ist auch unser Schub dann zu gering. So. So, wir sind in einem Orbit. Jetzt ist die Frage, wo ist die Sonne? Die Sonne ist auf der Seite. Das heißt, wir gehen hier vorne hin, machen ein Manöver und strecken das so weit aus, wie wir können. So, da seht ihr, ist unser Staging drin. Und
jetzt kommt gerade unser No-Fuel rein da. So, wie sieht's aus? Schaffen wir es reinzuknallen? Ja. Wir schaffen es reinzuknallen, perfekt. So, wir fliegen in die Sonne. Ja. Kann man auch nicht immer sagen. Und die Frage ist, auf welcher Höhe fängt es an, dann einen Collider zu haben? Oder hat das Ding überhaupt einen Collider? Man weiß es nicht. Deswegen erstmal ist es auf Target, auf Manöver meine ich. Und dann können wir rüber switchen. Und wir haben das erste Mal Nukleartriebwerke hier. Ja. Muss man sagen, die Effizienz von denen ist schon ziemlich gut. Ihr seht es hier schon, wir haben, was haben wir, 4800 oder so? In diesen kleinen Tanks hier so viel Delta-V drin zu haben. Hier diese großen Tanks hier. Ja gut, obwohl, man muss auch sagen, die müssen deutlich weniger schieben. Also das macht es einfacher für die. Aber, naja, sagen wir mal so, Nukleartriebwerke sind deutlich stärker. Und ja, obwohl, was heißt nicht stärker, sondern sie sind deutlich schwächer, aber dafür effizienter. So rum. So, wir haben noch 7000 Delta-V angeblich. Und mal schauen. Das Ding orientiert sich jetzt mal schön. Oh, und wir haben wieder einen Sonnenaufgang. Oh, obwohl, nee, einen Untergang. Oi. Ich mag diese Ansichten hier. Also wirklich. Und da verschwindet sie hinterm Planeten. Scheint ein bisschen durch den Planeten durch aus irgendeinem Grund, aber egal. Und jetzt ist sie weg. Doch, das sieht schön aus. Jetzt spüren wir vor. Und so. Und 5 Sekunden noch. 3, 2, 1. Let's go. Jetzt heißt es 11 Minuten Burn. Zum Glück haben wir aber dieses neue System, was uns vorspulen lässt. Ansonsten wäre es eine Katastrophe. Ja. Ich glaube, das wisst ihr alle, dass es eine Katastrophe wäre, wenn das nicht vorspulbar wäre hier alles. Ja, okay, wir sind dem jetzt zu kurz davor, leer zu sein. Okay. So, 4200 haben wir. So, und guckt mal, da hauen wir schon ab. Wenn wir mal in Orbit gucken, wie sieht's aus? Welches ist überhaupt unser Trajectory hier? Keine Ahnung. Müssen wir gleich gucken, wenn wir durch sind. Noch läuft's. Und jetzt sind wir gleich auch leer. Und leer. Blaue ist unser Trajectory. Und wir treffen die Sonne auf jeden Fall. Time Warp limited due to proximity. Ui. Guckt euch das mal an. Da sind wir schon in der Nähe. Können wir so ein bisschen dran vorbeigucken? Nee. Wir sind 2000... Alter, wir sind 2000 Meter über den Seelevel. Und die Sonne ist einfach nur noch ein... Da! Jetzt sehen wir sie so ein bisschen. Geil. Und wir sinken vor allem noch. Da wird es immer größer. Und wir müssen hier so an der Seite vorbeigucken, ansonsten sehen wir nichts. Ihr habt es ja eben schon gesehen. Alter, wir würden normalerweise so verglühen jetzt hier schon. Ich meine, guckt mal, wie nah wir diese Sonne sind gerade. So, wir stellen uns jetzt mal über Retrograde.
so rein theoretisch müssten wir jetzt schon lange brennen, damit wir landen können. Weil ihr seht schon, wir sind auf 33.000 Meter pro Sekunde. Das musst du erstmal mitnehmen können. So viel Delta V. Ja, und die Lichtquelle ist tatsächlich einfach nur ein so ein ganz kleines Ding da in der Mitte. Seht ihr das? Aber so ein kleiner Punkt in der Mitte ist das. Ist natürlich auch stark. So, komm jetzt. Ab runter hier. Für die Wissenschaft! Und wo ist die... Wo ist der Collider, ist die Frage. Wir sind nur noch... Achso, das sind Megameter, okay. 700 Megameter. Aber das ist über Kilometer Mega. Alter, guckt euch dieses Bild an. Wartet mal, ich brauche nie mehr an der Stelle. Alter, guckt euch das an, wie fett das Ding hier ist. Dieser Screenshot hier. Oh. So, kleiner Tipp. Falls ihr keinen Screenshot machen wollt und dieses Aerodynamic-Ding da auch raushaben wollt, dann drückt einfach Alt F12. Das bringt das Cheat-Menü nicht mehr hoch, sondern es bringt nur noch... Das Ding. Was hast du gerade angesagt? Was? Achso, okay. Ja. Close. Wir wollen nicht reverten, dafür sind wir zu weit. Jetzt geht's näher dran. Wow. Wow. Na komm, dreh dich mal so richtig hin, dass ich einen schönen Screenshot machen kann. Ich mag das EVA Jetpack, das sieht schön aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alter. Also überlegt euch mal, wie nah das hier ist. Also, du würdest sowas von verbrennen hier. Egal, was du für ein Material hättest. Wir sind nur noch auf 1000 Kilometern hier. Naja, 1000 Kilometer. Ja doch, theoretisch 11.000 Kilometer sind wir schon. Nur noch. Wir sind jetzt fast auf 100.000 Meter pro Sekunde. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Okay. Leute, so sieht's 5 Kilometer über Kerbal aus. Ja, Kerbal. Und theoretisch müssten wir, damit wir hier landen, diese Geschwindigkeit hier wegkriegen. Das kriegen wir niemals hin. Das kann ich ja so schon sagen. Alter, guckt euch das an, ja. So nah werdet ihr nie wieder an die Sonne rankommen. Also wenn ihr das Game besitzt, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, guckt es euch an. Ja, schießt euch einmal in die Sonne. Weil wie gesagt, das wird das nächste sein, was ihr jemals an die Sonne rankommt. Alter. Nur auch hunderte Kilometer entfernt von der Sonne. Und wir können ja auch pausieren. Oh ja, geil.
Ey, das sind... Alter. 55 Kilometer entfernt von der Sonnenoberfläche. 8 Kilometer von der Sonnenoberfläche ist das hier entfernt. 8. Können wir von hier aus irgendwelche Planeten sehen? Nee. Alter. Jo. Wir sind minus. Die Sonne ist weg. Ey, hier ist einfach... Da sehen wir die Lichtquelle. Okay, die Sonne ist einfach weg. Verschwunden. Die Sonne hat keine Collision. Das ist interessant. Alter, ich sehe nichts mehr in diesem hellen Licht hier. Guckt hier. Jared Kerman komplett am Ausrasten hier. Würde ich auch. Aber what the fuck ist hier los? Überleben wir das? Kann man hier überhaupt irgendwo drauf landen? Hat das den Collider? Irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen immer tiefer und tiefer ins Innere der Sonne rein. Ich meine, in echt würde man das wahrscheinlich auch sogar machen. Wow. Man sieht halt... Also ich hatte das Problem, ich kann halt nicht entscheiden, will ich so geblendet werden, oder will ich unser Craft sehen können. Beides zusammen geht nicht. Also, oder nur eins von beiden. Entweder wir werden geblendet, oder wir werden sehen unser Craft. Und das ist ein Problem. Obwohl, wartet mal. Nee. Ich kann einfach den hier machen. Stimmt. Alter, guckt euch an. Wir sind auf minus 3000 Metern. Ich spule mal ein bisschen vor. Minus 4000. 5000. 6000, was meint ihr, wie tief geht's? Also ich kann mir vorstellen, 10.000 ist eine Barriere. Und ansonsten würde ich sagen, ist gar keine da. Kann man auf der Sonne landen, ist die Frage. Okay, 10.000 war keine Barriere. Okay. Die Frage ist, was für ein Durchmesser hat die Sonne? Interessant. Alter. Einfach in der Sonne jetzt gerade. 15 Kilometer in der Sonne drin. Das sollen wir nochmal jemandem erzählen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Also wirklich, das könnt ihr nur jetzt gerade machen, sozusagen. Also legit. Ansonsten müsstet ihr cheaten und momentan gibt es das Cheat-Menü nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es in Zukunft eingefügt wird. Und die Frage ist, ob man Re-Entry-Heating wegmachen kann. Oh, erreichen wir... Oh, bitte sag mir, wir erreichen die 100.000 Meter pro Sekunde. Jo, wir erreichen die 100... Es switcht echt auf Kilometer pro Sekunde. Sie haben mitgedacht. Das heißt, wenn wir interstellar gehen, können wir wahrscheinlich auf diese Distanzen hoch von der Geschwindigkeit, weil ansonsten, wieso zum Teufel sollte man sowas machen? Warum sollte man ein System so robust bauen, dass es dann auf Kilometer pro Sekunde übergeht? Alter. Ja gut, macht ja aber auch Sinn. Interstellare Geschwindigkeiten sind halt extrem hoch. Wir gehen immer noch runter. Alter, irgendwann muss doch hier mal eine Barriere kommen. Oder nicht? 30.000 schon. Bei 50.000 vielleicht eine Barriere? Unsere Periapsis ist bei minus 221 Kilometer, 1000 Kilometern. Also von daher... Wir haben noch ein bisschen, die wir tiefer gehen können. Das dauert nur ein bisschen länger. Also ich würde mal sagen, ich mache euch jetzt hier eine kleine Timelapse. Guck hier selber mal ein bisschen zu und dann sehen wir mal, was hier passiert. Weil ist ja doch nicht zu so viel zu sehen. 40.000 jetzt gepasst. Genau. Okay, bis 50.000 machen wir jetzt noch und danach kommt die Timelapse. Ja, also wirklich. Ich verstehe es immer noch nicht. Wir sind aber in der scheiß Sonne drin. Also ich glaube aber, der beste Part war kurz vorm Eintreten unter die Sonnenoberfläche. Ich glaube, das war der beste Part, den wir hatten hier in diesem Video. Alter. 50.000 kommt jetzt gleich. Das wäre nochmal so eine logische Barrierehöhe, wenn sie eine Barriere haben. 100 wäre eventuell wieder was.
Okay, 50.000 übersprungen. Also ich würde mal sagen, wir sehen uns entweder, wenn wir irgendwo reincrashen, oder wenn wir wieder austreten aus der Sonne. Also, bis gleich. Interessant. Also, ihr seht schon, wir sind aus der Sonne wieder rausgekommen. Und in dem Moment, wo wir rausgekommen sind, wurde unser Vessel destroyed. Rein ging, raus nicht. So, also, und falls ihr euch fragt, was ich im Hintergrund gehört habe, ich habe einmal CSI Starbase gehabt. Ja. Habt ihr jetzt leider gehört, weil ich habe ein bisschen verpasst, dass wir rauskommen. Und eigentlich hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass wir dabei, ja, zerstört werden. Aber gut, ist doch schon mal was. Was haben wir ja geschafft? Mission Time, ich schätze mal 5 Tage, 3 Stunden und 56 Minuten. Oder? Selbst das wäre irgendwie noch recht wenig, aber egal. Höchste Höhe, ja, über was vor allem, ist die bessere Frage. Höchste Geschwindigkeit über Land. Ja, gut, ein bisschen sehr viel. Overall ja auch. Anscheinend wird die Sonne als Land bezeichnet. Ground Distance 0 Meter, auch interessant. 255 G als Maximum, okay. Also, ja, was schlägt ihr mir von... Was schlägst du mir hier für vor? Schlägt ihr mir irgendwas hier vor? Nee. Schade. Ich dachte, der schlägt mir jetzt hier einen Tutorial vor. Von wegen, ja. Aber ihr seht schon. Nochmal ein letzter Blick an die Sonne hier. Ja. Das, hier waren wir. Mittendrin irgendwo. War mal eine interessante Geschichte. Wir sind irgendwie da reingekommen. Nicht wieder rausgekommen. Das heißt, ich habe jetzt schon mal eine Sache gemacht, die ich nie wieder machen werde wahrscheinlich. Und ich hätte mal gesagt, euch mitnehmen ist da eine ganz gute Idee. Ja, für die Wissenschaft können wir sagen, haben wir einen Körbel in die Sonne geschossen. Und er wäre auch beinahe wieder zurückgekommen. Naja, machen wir uns nichts vor. Eine Rescue Mission hätte es nie gegeben. Das heißt, irgendwann hätten sie die Effekte hier hinzugefügt. Und solange das nicht diesen Safe gebrochen hätte, ja, wäre dann unser Körbel so oder so tot gewesen. Aber das interessiert ja eigentlich nicht. Wie gesagt, ich würde mal sagen, das war's hier mit unserer experimentellen Folge. Wenn ihr Ideen habt, was ihr noch so Dummes austesten kann, besonders ohne Reentry-Heating und so ein Scheiß, dann sagt's mal Bescheid. Gleiches gilt natürlich für Joule. Da kann man auch einfach einen Nosedive reinmachen und überlebt's. Und das würde ich jetzt nicht normal machen, weil erstens gibt's da Leute in KSP 1, die das sogar schon gemacht haben. Mit Reentry-Heating, wohl bemerkt. Und einem Collider, der da drin ist. Zweitens haben wir fast das gleiche hier mit der Sonne schon gemacht, also von daher, da wird nicht viel anders sein, würde ich jetzt mal von ausgehen. Wie gesagt, falls ihr Missionsziele habt oder so, falls ihr sagt, ihr wollt irgendwas über das Spiel wissen oder so zum Beispiel auch, ja, das würde ich auch machen. Also wenn ihr sagt, ey, das Spiel sieht geil aus oder so, würde ich mir überlegen zu holen. Aber ich würde gerne das und das Szenario mal gesehen haben. Sagt Bescheid, mache ich gerne. Solange es jetzt nicht irgendwas Winziges ist oder so vielleicht, was recht schnell machbar ist, was sich als Video nicht lohnt oder so. Aber wenn ihr sowas habt, ich mache das für euch, könnt ihr gucken. Wie gesagt, ich will mal testen, ob ich das Spiel auf einer GTX 79 zu laufen kriege. Ja, 79. Nicht 90, gibt's ja gar nicht, aber eine 79. Das will ich mal wissen. Da update ich euch natürlich drüber. Das kann ich aber erst, wie gesagt, nächste Woche machen. Ja, auf jeden Fall gucken wir mal jetzt hier die Sonne. Wunderschönes Bild hier, finde ich auch. Das können wir auch so als Hintergrund nehmen. Dieses Bild hier. Vor allem auch mit dem Sound. Also ich bin gerade richtig froh, dass ich hier
das getrennt voneinander aufnehme. Weil ganz ehrlich, das als Wallpaper Engine Hintergrund wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hat schon was. Aber gut. Ich würde einfach mal sagen, wie gesagt, wir sehen uns dann Montag bei Planet Zoo wieder. Oder halt eben dann nächste Woche Sonntag bei einer weiteren Folge von Kirby's Space Program 2. Je nachdem, was dann von euch in den Kommentaren kommt oder eben nicht, machen wir dann unterschiedliche Sachen. Vielleicht bauen wir erst eine SSCO, vielleicht bauen wir eine Mondrakete, habe ich beide schon aufgenommen. Weiß ich noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das Ganze bauen werde. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.